Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Gothic. Dort wandelt einer der Templer mit seiner illustren Hüterklinge entlang und denselben Weg werden auch wir wählen, denn heute werden wir Kräuter sammeln, wie es sich für einen wahren Gangster gehört. Um genau zu sein, sollten wir schnellstmöglich 5 Heilkräuter zusammenbekommen, irgendwo auf dem Boden abstauben, wo die faul in der Sonne liegen. Diese Faulpelze, denn unser Anführer und geistiger Meister Iberion ist bewusstlos, liegt immer noch vor dem Schläfertempel, völlig erschöpft von der Vision, die er erhalten hat vom Schläfer, die, wie wir mittlerweile wissen, ziemlich nichtssagend war und uns eigentlich nur zu weiteren Problemen im Ork-Friedhof dann geführt hat. Alles klar, auf den Weg in den Sumpf und dort, ihr wisst es wahrscheinlich noch, dort warten Sumpfhaie. Ja, mal sehen, ob ich auch nur den Hauch einer Chance gegen die mittlerweile habe. Denn ich habe ja dieses Amulett bekommen, das mir 10 Stärke spendiert. Das ist 10 mehr als beim letzten Versuch. Insofern... Nein! Scheiße! La 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 la. War schön, dich gekannt zu haben. Auf Wiedersehen. Ja, okay, es wirkt fast so, als brächte uns das nicht weiter. Ah. Bleib, wo du bist. Templer, hilf mir. Komm schon. Scheiße. Wow. Templer. Ja, aber wofür wirst du eigentlich bezahlt? Da ist voll das fette Vieh. Jetzt hilf doch mal. So ein Penner. Naja, wenn wir hier oben schon so schön stehen, würde ich sagen, können wir auch einfach ein paar Mana-Tränke schlucken und dem Mistvieh Feuer unterm Hintern machen. Wenn wir es denn mal treffen. Ich möchte nicht den Novizen da hinten abfackeln. Das wäre nicht im Sinne des Erfinders. So. Bam! So ein langsames Vieh, aber weicht uns fast aus. Alles klar, der nächste Schlag folgt auf den Fuß. Und ich denke, wir haben auch noch Mana-Tränke genug, um einen weiteren zu probieren. Aber das hier ist keine wirklich allzu illustre Methode, um diese Viecher loszuwerden. Vor allem nicht alle von ihnen. Deshalb müssen wir wohl bis zur Ausräucherung dieser Pest noch ein kleines bisschen warten. Aber für den da hat's gereicht. Jetzt aber. Nein, nicht daneben schießen. Hallo? Ich möchte Erfahrungspunkte. Ups, Sir. Nein, du möchtest auch welche, wie ich sehe. Ja, dann wollen wir ja beide dasselbe. Nein! Geduld ist Gold. Ja, wir beginnen dann die Folge einfach mal von vorne und tun so, als wäre nichts passiert. Ich starte auch jetzt erst die Stoppuhr. Wie toll. Okay, Kräuter für Iberion. Ja, ich denke, das ist ein bisschen wichtiger als der temporäre Schwanzvergleich mit diesen Sumpfbiestern. Und Kräuter finden wir vor allem im Sumpf, aber wir haben den Auftrag bekommen von Kor Anga, vor allem die stärksten Heilkräuter zu besorgen, also welche mit richtig dicken Muckis, Alter. Und diese haben 4 gelbe Blätter, genau so war das. Gerade total verwirrt, was war das nochmal? 4 gelbe Blätter. Das heißt, mit diesen Heilkräutern hier können wir überhaupt nichts anfangen. Wir müssen uns stattdessen noch etwas tiefer in den vergessenen und menschenverlassenen, nur von den Kräutersammlern belebten Sumpfwagen. Hin und wieder eine Blutfliege auf dem Weg niedermetzeln, wie es sich für einen guten Streiter des Guten, es war ja doppelt gemoppelt, gehört. Hier erfasst von der magischen blauen Ära der Barriere noch ein paar Schritte und wir sind weg. Deshalb lassen wir das mal. Und begeben uns stattdessen lieber hier in Richtung dieses illustren Felsmassivs, das uns gänzlich von der Außenwelt abschottet. Außerdem, das wäre nicht so gut. Außerdem gibt es hier immer diese komische Dacheinblendung. Merkt ihr das? Das sieht aus, als wäre da noch ein Dach und als ging es da noch weiter. Hat mich immer verwirrt, weil ich verstehe es nicht. Warum? Warum hier? Das sieht so doch viel cooler aus. Alles klar, wir sind in den tiefen Untiefen des Sumpfes auf der Suche nach 4-blättrigen Heilkräutern. Solche zum Beispiel. Ich würde sagen, das nehme ich mal mit. Gefällt mir ganz gut. Die Blutfliege werfe ich da auf den Boden, aber ich nehme sie nicht mit.
Zwei von fünf haben wir schon gefunden. Das dritte wartet dort und sieht uns mit sehr traurigen Augen an. Bitte, nimm mich mit, ich bin so allein und einsam. Hier ist das vierte, das fünfte. Und zur Sicherheit, das sechste. So, ich denke, das sollte genügen. Jetzt aber schnell. Denn immerhin geht's dem guten Iberion nicht gerade gut. Ich habe jetzt schon wieder doppelt gut gesagt. Ich bin einfach gut. Ja, ganz abgesehen davon war ich auch für diese Blutfliege da unten zu gut. Sie ist jetzt eine Gutfliege. Und nur tote Blutfliegen sind gute Gutfliegen. Und es ist einfach herrlich. Diese Soundkulisse im Hintergrund. Mit diesen komischen Sumpfviechern überall, die wie ein Orchester zusammenspielen. Und dort die Blutfliegen, die umherschwirren. Fast als würden sie uns darum anbetteln, dass wir die doch bitte aus dieser Welt entfernen mögen. Und einer solchen Bitte kann ich als Edelmann natürlich niemals widersprechen. Insofern, kommt her, meine Freunde. Ich erlöse euch von eurem Leiden. Man kann sich halt nicht aussuchen, als was man geboren wird, aber ihr habt euch trotzdem falsch entschieden. Komm, schlag mich. Das tut ja richtig weh. Weg bist du. Geht doch. So, alles klar. Hier hat es offensichtlich auch ein Skelett versucht, dieses Haus zu betreten. Nein, das war anders. Hier hat es offensichtlich jemand versucht, dieses Haus zu betreten und wurde dann zu einem Skelett. Und in der Hütte finden wir Schrat, der uns erstmal seinen Lümmel zeigt. Was hat es denn mit dir auf sich? Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? Oh Gott. War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred, Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Okay, das ist einfach nur genial. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Oh, scheiße. Willst du bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Einfallspinsel ausplündern, ein bisschen Erz sammeln. Was denkst du? Oh Gott, du bist jetzt nicht so ein Matt-Typ. Nein, vergiss es. Aber, scheiße. Hi, wie geht's? Lass mich doch raus, mein Gute. Hallo? Komm, ich jetzt... Er lässt mich nicht... Oh Gott, bitte sag mir, dass ich durchs Fenster... Nein! Oh, scheiße! Das ist ein Cheater gewesen. Habt ihr das gesehen? So, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre diese Folge noch nicht gestartet. Ist aber vielleicht auch ganz gut, denn so kann ich euch etwas zeigen. Wenn man nämlich alle Kräuter aus seinem Inventar entfernt, alle Heilkräuter, versteht sich natürlich... Warte, habe ich noch weitere Heilkräuter? Sieht fast so aus. Ich habe sogar ein vierblättriges. Das sind Mondschatten. Wir haben jetzt keine Heilkräuter. Wenn man sich jetzt zu Fortuno begibt, ohne Heilkräuter, dann hat er... Was willst du? Bla bla bla. Auch keine Heilkräuter. Das wollte ich euch zeigen, Leute. Nein, irgendwie habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Eigentlich hätte er Heilkräuter haben müssen. Hä? Egal. Na gut, dann sammeln wir sie halt nochmal. Kann ja, was soll's. Iberion hat ja Zeit. Der liegt ja nicht irgendwie auf dem Tempelvorplatz völlig bewusstlos und wird immer schwächer. Nein, nein. Ist ja noch ein guter Junge. Der hat ja Zeit. Er kann warten. Ja, sicherlich. Hallo Gornaran, du stehst ja immer noch. Es ist also sehr verwunderlich. Okay. Hier rüber... Aufhören zu husten. Nicht, dass ich selbst jetzt noch krank werde. Das wäre nicht so toll. Also nicht nur geistig, sondern jetzt auch körperlich praktisch. Haben sich ein paar Sumpfhaie in meinem Hals eingenistet. Hier haben sich ein paar Blutfliegen auf dieser Insel eingenistet. Wir werden sie natürlich um ihr kostbares Leben bringen. Aber wir werden danach auch speichern. Das ist meine neue Strategie. Speichern, kurz bevor man stirbt. Auf Wiedersehen. Gerade bei diesen lästigen Mistviechern kommt uns diese längere Klinge unserer Waffe sehr schön zugute. Ganz abgesehen davon ist da ein Sumpfhai. Wäre schön, wenn er da bleiben würde.
Na, hast du meine Fährte aufgenommen? Witterst du mich gerade? Ich finde das gar nicht so toll. Tschüss. War schön, dich gekannt zu haben, aber auch schön, dass du jetzt weiter weg bist als vorher. Was ist denn jetzt los? Scheiße, der verfolgt uns. Aber langsam. Hoffen wir, dass das so bleibt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte diese Insel betreten. Und du betrittst jetzt den Himmel. Und hier finden wir Heilkräuter. Aber leider nicht viele von denen, die wir suchen. Nur eins. Allerdings. Auch schön, dass ich das jetzt gefunden habe, zufällig. Dieser Ort hier hat so etwas Besonderes an sich. Findet ihr nicht? Moment mal. Dieser Platz hier ist doch durchaus nicht gewöhnlich. Vor allem, mal ganz abgesehen von den Schädeln dort, die in den Boden gesteckt sind, diese Gerätschaft. Kein Mensch weiß, wofür sie gut ist. Sie steht einfach nur hier. Also wirklich. Es scheint auch hier mal wieder so gewesen zu sein. Entweder wollten die Entwickler nur was zum Decken haben, aber das glaube ich nicht. Ich glaube fast, da war mal was geplant und wurde dann verworfen. Ganz abgesehen davon werden wir etwas heute nicht verwerfen, nämlich Iberions Rettung. Immerhin befinden wir uns nun im Besitz der nötigen Heilkräuter und können damit von Inselchen zu Inselchen hüpfen, in der Hoffnung, diesen Sumpfhai hinter uns irgendwann mal abzuhängen. Genau das scheint jetzt passiert zu sein. Ich will euch nicht abhängen, ich will euch lieber aufhängen. Aber solange das noch nicht funktioniert, weil ich noch so ein schwacher Lümmel bin, würde ich sagen, Iberion, unser geistiger Meister und Anführer, bedarf seiner Heilung. Außerdem haben wir 35, gleich sogar 45 Lernpunkte und ich weiß noch nicht ganz, worin ich die investieren werde. Also 25 auf jeden Fall in den vierten Kreis der Magie, was ich mit dem Rest mache, keine Ahnung. Das werden wir dann wohl noch sehen. Hallo Templer. Gornaran, du lebst ja immer noch. Also schon wieder. Immer noch. Mehrmals immer noch. Auch wenn das nicht wirklich viel Sinn ergibt. So, ich würde sagen, wir pfeifen uns mal so ein Tränkchen rein. Und folgen der Stille. Zum Ort des Aufenthalts unseres Meisters. Zu seiner Wohnhaft. Hallo. Eigentlich sollte ich mir meine tägliche Ration abholen. Nein. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen unpassend im Vergleich zur Situation, die ja doch eine recht dringliche ist. Nur scheint es hier irgendwie niemanden zu kümmern, dass Iberion da oben liegt und nahezu tot ist. Los, ich hoffe, wir waren rechtzeitig. Noch scheint er zu leben. Erwache. Ja, das sollte er. Ich habe sie. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Was ein Zufall. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Okay, dann versuch mal dein Bestes. Fummel auf dem Boden rum. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Okay, das hört sich nach einem relativ eindeutigen Plan an. Was ist denn jetzt schon wieder? Einen Moment noch. Okay. Ja. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Tja, wie ich schon sagte, es ist das letzte Mal gewesen, dass wir diesen Weg da hinten unter unsere Füße bringen mussten. Schrittweise praktisch.
Denn ab jetzt können wir uns von überall aus, von fast überall, hier in das... Entschuldigung, in das Sumpflager teleportieren, direkt auf den Tempelvorplatz. Ganz abgesehen davon befindet sich hier, abseits des Tempelvorplatzes, aber immer noch ganz in der Nähe, hoffentlich noch der Almanach und der Fokus. Denn jetzt, da Iberion tot ist und uns gewarnt hat, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten, und jetzt, wo Kalom seine Leibwache hier gelassen hat, sinnloserweise, aber abgesehen davon unbehelligt mit den restlichen Novizen sich gegen das Lager praktisch gestellt hat, oder gegen Koranga besser gesagt, da steht es schlecht um den Ausbruchsplan unseres eigenen Lagers, und deshalb sollten wir all unsere Hoffnung, genauso wie unser Meister es natürlich tat, in den Ausbruchsplan der Wassermagier legen. Hab ich den Almanach eigentlich schon gelesen? Ja, hab ich. Okay. Wenn das soweit geklärt wäre, würde ich sagen, das hier ist einer der letzten Schritte, die wir im Sumpflager tätigen. Obwohl, nein, das ist völlig übertrieben. Verdammt, was ist mit meiner Stimme los? Aber vorher führen uns unsere heiligen Schritte noch zu Balkadar, wo wir den vierten Kreis der Magie erlernen werden. Den letzten, den wir als Templer überhaupt in unseren geistigen Besitz bringen können. Erwache. Ja, ich bin schon wach. Hier, mach mal. Ich bin bereit für den vierten Kreis. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Viel hat sich geändert. Der Glaube ist gewachsen, hat sich gefestigt und wurde weitergetragen. Und wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren, haben nicht aufgegeben, den Schläfer zu rufen. Die Beständigkeit und Festigung des Glaubens, das ist der vierte Kreis. Du weißt nun alles, was ein Bruder über Magie wissen muss. Du warst ein gelehriger Schüler. So Leute, es ist vollbracht. Wir haben so ziemlich alles erreicht, was man als Magier in diesem Lager überhaupt erreichen kann. Was uns jetzt noch fehlt, das ist ein bisschen Mana, und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir die 10 Punkte, die wir da ohnehin schon haben, genau da rein investieren. Erwache. Gib uns mal ein bisschen Mana. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Bla bla bla. Plus 10. Danke. So, da das jetzt erledigt wäre, schauen wir ihm kurz noch in die Runen, werfen einen Blick drauf und versuchen etwas zu entdecken, das wir gebrauchen können. Da wäre unter anderem zum Beispiel dieser... Okay, Pyrokinese ist eigentlich ganz stark. Angst ist umso stärker. Aber zumindest bezüglich Runen hat er hier nichts mehr, das wir gebrauchen könnten. Okay. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Marschrichtung also klar. Es geht praktisch das letzte Mal zu Fuß vorbei am alten Lager in das neue Lager. Aber bald für dich muss nicht gleich jeder wissen. Doch, verdammt! Es wäre doof, wenn die Leute nicht wissen, was abgeht. Findet ihr nicht? Leute, ihr findet das doch bestimmt auch. Aber... bevor es uns in diese Richtung verschlägt, habe ich noch etwas ganz anderes vor. Etwas gewisserweise Optionales. Gehört nicht zur Hauptstory. Aber wir sind hier gerade so schön in der Nähe des illustren Ortes, an den ich mich nun begeben möchte. Und genau deshalb machen wir das jetzt. Kann sein, dass ich dafür noch viel zu schwach bin. Aber wer nicht probiert, der nicht verliert. Ja gut, das ist... ja, leider. Also, ich würde sagen, insofern... geben wir dieser Sache einen Versuch. Ich habe es mehrfach so klamm und heimlich im Hintergrund ein bisschen angekündigt, wo ich gesagt habe, hey, schaut mal da hinten, da scheint ja ein Weg entlang zu führen. Naja, Leute, da führt tatsächlich ein Weg entlang. Und zwar nicht dort, da hinten ist ja der Fokus. Ah, Moment, wir sind da, wo wir hin wollten. Ja, hier ganz in der Nähe des Fokusplatzes an der Meeresklippe. Der erste Fokus, den wir damals von Mnyras erhalten haben, Mnyras, ja, so heißt der, für Behinderte, gibt es, längst verschollen und von uns noch nie zuvor betreten, einen geheimnisvollen
und nur auf seine Erkundung wartenden Turm. Eine Türmlichkeit. Und genau diesen Turm werden wir jetzt zumindest mal versuchen zu betreten. Ich sage das ganz bewusst so zurückhaltend, denn ich habe keine Ahnung, ob ich auch nur die geringste Chance gegen die illustren Gefährlichkeiten habe, die hier auf mich warten. Da gehören zum einen Skelette hinzu, zum anderen aber auch diese Skelette. Beide sehr grausam und stark, aber ich denke, wir haben eine Chance, wenn wir es nur richtig angehen. Okay, das klappt gerade besser, als ich gedacht hätte. So, dann würde ich sagen, schon ein bisschen verwunderlich, ne? Da oben war noch der ganz normale Turm. Und jetzt geht es hier plötzlich so tief hinunter in den Boden? Tja, Leute, das war noch längst nicht alles. Es geht noch viel tiefer. Man ist nie tief genug gesunken. Hier lauern zum einen natürlich jede Menge Schätze, aber auch Gegner. Uah. Komm schon. Hier. Sie können blocken. Na, ich sollte mich zuerst auf den... Uah, scheiße, das sollte ich. Ich sollte mich zuerst auf diesen Skelettkrieger fokussieren. Bevor ich auch nur versuche, den anderen kurz zu erledigen. Denn die hier sind mir wirklich noch ein bisschen gefährlich. Danke. Oh Gott, meine Güte, hör doch auf zu blocken. Du Noob. Blocken ist für Noobs. Ja, ich block da auch nicht. Guck mal, ich block da auch nicht. Stattdessen fake ich das so ein bisschen, damit du denkst, du kannst dich nähern und dann hau ich dich in den Grund und Boden. Aber blocken tue ich wirklich nicht. Erstmal Elixiere der magischen Energie, die eine ganze Menge Mana heilen. Viel mehr als wir haben, deshalb bringen sie uns überhaupt nichts. Aber ist doch cool, sowas zu haben, oder? Und, ja. Der Heiltrank da, der letzte, war fast Verschwendung. Aber ich will es hier nicht drauf ankommen lassen. Wir sollten auch besser unsere beste Waffe auspacken. Ich will es hier nicht wirklich drauf ankommen lassen, denn an diesen illustren Ort habe ich schreckliche Erinnerungen. Ja, mit Massen von Skeletten, die aus allen Ecken plötzlich versuchen, mich in den Boden zu stampfen, in Grund und Boden. Und das ohne Grund, aber mit Boden. Oh Gott. So, auf Wiedersehen. Jede Menge Erfahrungspunkte hier abzuholen, aber vor allem die Reichtümer. Ja, vor allem die wecken mein Interesse. Als begieriger Schatzsammler. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Wir gehen erstmal, wir halten uns links, so dass wir irgendwann im Kreis laufen. Nein, das wahrscheinlich nicht, aber zumindest hoffe ich das. Was war das denn jetzt für ein Trank gerade? Ich dachte, es wäre ein besonderer, aber das war er anscheinend nicht. Okay. Bin ich links gelaufen? Ja, ich bin links gelaufen. Natürlich bin ich links gelaufen. Oh, das ist so verwirrend. Das hier sind die verwirrendsten Gänge des Spiels mitunter. Und hier wollte ich hin, ja. Leider, denn hier warten eine ganze Menge an finsteren Gesellen auf uns. Das ist, glaube ich, sogar eine gewisse Übermacht. Ich hoffe mal, dass die drei hinteren dort, dass die es nicht schaffen, bis hierhin vorzudringen. Ja, ist ja schon einer, ist ja super. So, erstmal den Krieger ausschalten. So, wenn der weg ist, dann ist der Rest fast schon ein Kinderspiel. Weglaufen, drehen. Okay, drei sind durchgekommen. Unter anderem auch dieser Krieger und der andere. Scheiße. Okay, ganz ruhig. Ist ja nicht so leicht, wie es aussieht. Das ist ja nur ein Speer. Was will ich da mit dem Speer? Ups, es wird hier langsam ein bisschen dunkel, Leute. Also noch weiter zurückweichen möchte ich ganz ungern, denn ich weiß ja nicht, was hinter mir wartet. So, durch hier. Wir drängen euch jetzt erstmal in die Ecke. So macht man das nämlich. Und der letzte. Komm schon. Der zweitletzte. Aber danach wirklich. Wir sind fast da. So, Leute. Puh. Das war der Raum, den ich in schlimmster Erinnerung hatte. Aber es ist, glaube ich, auch nur der zweitschlimmste. Es gibt ja noch einen viel schlimmeren Raum. Mindestens einen. Und ich frage mich gerade, was ist am Ende dieses Ganges? Ist das der Tunnel, durch den ich gekommen bin? Oder ist das... Ja, das ist er. Okay, dann folgen wir dem mal lieber weiter, anstatt hier herumzuschlawinern durch die Gefilde der unterirdischen Tunnelkomplexe. Unter dem Leuchtturm wohlgemerkt.
Warum auch immer die das hier brauchten. Führt wahrscheinlich zum Festland. Solange wie der Tunnel ist, könnte man fast die Vermutung hegen. Oh Gaga, Scheiße! Scheiße! Hör auf! Oh Gott! Verschwinde! Scheiße! Ja, es ist genau die Situation, in die ich nicht kommen wollte. Leute, wir müssen fliehen. Wir müssen Reis ausnehmen. Das war gerade ein Skelettmagier. Die können zu ihrer Hilfe mehrere Skelette beschwören. Nahezu unendlich. Und... Okay, nahezu unendlich. Ich dramatisiere das Ganze auch ein bisschen, zugegeben. Aber es sind schon nicht ganz wenige. Und die werden uns gleich wahrscheinlich sogar zum Verhängnis. Deshalb sollte man da nicht drüber lachen. Außer es ist witzig. Dann darf man ruhig drüber lachen. Darüber möchte ich doch lachen. Wir haben direkt eine Stufe hinzugewonnen. Jetzt 15 Lernpunkte, glaube ich. Level 16. Nicht so schlecht für Folge 16. Aber es ist ja nicht Folge 16, sondern viel später. Scheiße. So. Oh, komm schon, Junge. Geht doch. Nicht zurückweichen. Dein Tod ist unausweichlich. Du bist ihm ja schon einmal von der Schippe gesprungen, wenn ich das so anmerken darf. Wie man das als Skelett nun mal so tut. Und hier scheinen sich doch zum einen ein paar Tränke zu befinden. Wertvolle, starke Heiltränke. Aber auch... Erz. Und Magieessenzen. Und dieser einsame Erzbrocken dort. Tut mir fast leid. So. Auch hier noch ein paar schöne Erzbrocken und eine Magieessenz. Aber vor allem das Inventar dieses Skelettmagiers interessiert mich doch sehr. Hier haben wir die Eisfallrune. Nicht sehr stark. Aber Skelette beschwören. 4 Schriftrollen. Die können noch ganz hilfreich werden. Und dieses Buch, Chromanin. Was hat es damit wohl auf sich? Das später, oder? Ja, ich glaube fast, ist es sinnvoller, das später zu machen. Erstmal begeben wir uns in der nächsten Folge weiter in die Tiefen des Nebelturmes, den ich hier zufällig zu diesem Zeitpunkt bereits durchkämme. Bis dahin, ciao.